Hallihallo und herzlich willkommen hier aus dem Train Simulator, mal wieder im TS unterwegs und zwar auf der neuen Strecke von Thomson Interactive, gerade frisch auf Steam erschienen, Glasgow nach Dunblane und Alloa, hier mit der 385, die mitgeliefert wird und wir sind hier in einem Szenario unterwegs und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und gucken uns mal den Zug an, was der so kann und nicht. Einmal hier den Master Key rein. Fahrtrichtungswende können wir schon mal in Vorwärtsstellung setzen. AWS bestätigen wir und öffnen die Türen mit der Taste T. Gehen mal hier in das F3-Display rein und ja, sehen, die Fahrgäste steigen gerade ein und aus. Hier die Lichter noch auf Markerlights gesetzt. Ansonsten haben wir hier dieses Display, dieses Touch-Display, das wir tatsächlich verwenden können. Können wir uns im Laufe der Fahrt noch ein bisschen mehr angucken. Wir sind unterwegs nach Dunblane. Das heißt also, ne, ups, das wollte ich nicht. Das heißt also, wenn wir jetzt hier runtergehen und hier bei Dunblane Confirm drücken, dann müsste das eigentlich jetzt außen hier auch stehen auf dem Zug. Genau, Dunblane. Wir befinden uns hier übrigens in Glasgow Central, meine ich. Oder doch ja, müsste Glasgow Central sein. Ein Bahnhof, in dem ich selbst übrigens auch schon mal war. Und ich muss sagen, ja, hat auf jeden Fall was von dem echten Bahnhof. Hier bin ich auch schon mal diesen Bahnsteig runtergelaufen. Schon etwas länger her. Aber genau. Where one protect everyone. Genau, und sehr schön, wie es hier draußen aussieht. Proceed to your next day, timetable stop. Machen wir gleich. Das muss ich mir einmal ganz kurz nur angucken, weil. Ah, wunderschön. Das ist ja richtig hübsch ausgestaltet noch. Wahnsinn. Gut, hier schon nicht mehr. Gehen wir mal einmal kurz hier auf die andere Seite des Bahnhofs. Okay. Joa. Hübsch auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir fahren ab. Und auf geht er, der Peter. Wir dürfen mit 20 ausfahren. Ja, mal wieder hier in UK unterwegs. Schon länger nicht mehr im Train Simulator. Wobei ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal zusammen im Train Simulator in UK unterwegs waren. Aber ja, jetzt ist es mal wieder Zeit. Wo ist das dunkel hier? Können wir das Licht anmachen? Jawohl, können wir anmachen. Instrumentenbeleuchtung. Warum kommt denn jetzt der Sound von draußen rein? Weiß ich nicht. Genau. Also Class 385 kennen wir aus dem Train zum World. Sind wir auch schon mal zusammengefahren auf der Strecke Edinburgh Glasgow. Und jetzt sind wir hier weiter von Glasgow aus unterwegs. So. Ein recht moderner Elektrotriebzug, in dem wir hier sitzen. Okay, wir dürfen 50 fahren. Machen wir auch direkt. So. Ja, die Strecke ist rausgegeben von. Ab hier dürfen wir dann 60 fahren. Die Strecke wurde veröffentlicht bzw. gepublished von DTG auf Steam. Ist aber allerdings gebaut vom Entwicklerstudio. Ah, jetzt fehlt uns irgendwie so ein bisschen der Fahrmotorsound. Vom Entwicklerstudio Thomson Interactive. Ist im Grunde genommen das, was Rivet Games früher war oder was von Rivet Games noch teilweise so übrig geblieben ist.
Ja, also Alan Thompson ist nicht der gleiche Alan Thompson, interessanterweise von ATS, also von Alan Thompson Simulation. Das ist nochmal ein anderer Alan Thompson, der ebenfalls DLCs für Train Simulator und TSW macht. Verrückterweise. Genau, aber dieser Alan Thompson, um den es hier jetzt geht, der diese Strecke hier gebaut hat, das ist der Rivet Games Alan Thompson, wenn man so möchte. Oh, ich muss mich mal um dieses Geflacker der Oberleitung kümmern, das ist ja grausam. So. Oh, und dieses Fenster hier, da kriegt man eine richtig Klaustrophobie. Dieses kleine Fensterchen, aus dem man rausgucken darf. V-Max sind übrigens 100 Meilen pro Stunde und ab hier dürfen wir 70 fahren. So, Bishop Briggs kommt aber dann auch schon in 0,8 Meilen. Ja, also soundtechnisch ein bisschen komisch, wenn wir unter Brücken herfahren. Vielleicht kriegen wir es jetzt hier nochmal mit. Dann haben wir da diesen Tunnel-Sound. Also, ob das so sein soll. So, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt gehört hat. Jetzt gab es gerade eine automatisierte Ansage im Hintergrund. Jetzt nochmal. Also man kann das leider nicht verstehen. Ich kann selbst kaum hören und ich glaube, im Video auch wird man es auch nicht hören können. Oh, wir müssen anhalten. Eje, wir sind ein bisschen sehr schnell. Oh, das. Nein. Jetzt habe ich aus Versehen die Emergency Brake benutzt. Ups. Ja, erster Stopp, wie immer angemessenerweise mit Notbremse. Genau. So sieht das hier aus. Hier in Bishop's Briggs. So, als nächstes halten wir einen Lenzie. Ja, auf jeden Fall ein schöner Zug, muss ich sagen. So, ab hier dürfen wir dann auch 100. In Lansi sind wir in 3 Meilen. Das heißt also, eigentlich müssten wir auf die 100 mal hoch beschleunigen können. Haben auch hier natürlich ein Horn. Ja, hoch und tief. Ansonsten, GSMR ist nicht bedienbar. Die Displays sind auch nicht bedienbar. So, das ist auch alles nicht bedienbar. Hier die Türen ebenfalls nicht. Signal können wir geben. Dann hier haben wir DRA und TPWS. Hier ist das AWS. Hier ist unser Fahr- und Bremshebel, Master Key, Richtungswender. So, was haben wir noch? 1,9 Meilen. Hier haben wir Desk Illumination. So, jetzt müssen wir mal langsam runter mit der Geschwindigkeit. So, was ist das hier? Scheibenwischer. Bedienbar. Wie zu erwarten. Jetzt habe ich aus Versehen wieder eine Gefahrenbremse ausgelöst.
So, da vorne ist auch schon Lenzi. Wo wir anhalten dürfen. Beziehungsweise müssen. So, ich würde sagen, diesmal ist der Stopp etwas besser. So, Bremse auslösen und anhalten. Moin. Dann, was ist hier bedienbar? Hier haben wir einen Lüfter, ist nicht bedienbar. Das ist nicht bedienbar, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, auch nicht. Aha. Okay, das ist der Pantograph hoch und runter. Der ist auch aktuell oben, genau. Caplight Central, aha. Toggle Downlining. Was ist das? Weiß ich gar nicht. Hier ist halt Croy. Ah ja, Leselicht hätte ich gerne. Dann können wir eigentlich das Caplight auch an ausmachen. Und hier das Leselicht auf hoch, ja. Das ist auch gut. So, Croy erst in 5 Meilen, also einmal Vollstoff und hoch auf die 100. Dann hier die Türen, hier wieder das Signal. Genau, und das war's an interaktiven Sachen hier im Führerstand. Genau. Ansonsten Kameraperspektiven können wir hier nach hinten. Aber hier ist nichts bedienbar. Dann haben wir hier diese Perspektive. Hier hinten. Mit den Schalter für die Sicherungssysteme ist auch alles nicht bedienbar. Dann sind wir hier in diesem anderen Führerstand. Und hier. Ups. Ja, also schön ländlich auf jeden Fall hier. Na, sehr, sehr gut. So, Frau Max ist gleich erreicht mit unseren 100 Meilen pro Stunde. Was sind das? Sind das so 160 km/h? Ja, ne? Kommt, glaube ich, hin. So, ich weiß auch nicht, ob wir die komplette Strecke hier zusammen fahren werden, ehrlicherweise. Aber zumindest ein Teil davon. Gucken uns ja definitiv hier zusammen an. Wo sind wir? Wir sind hier gerade unterwegs. Hier unten, das ist Glasgow. Das hier ist Alloa. Und das hier ist dann der Streckenzweig nach Dunblane. So, das ist Garchor. Das ist noch nicht Croy. Sehr schön. Mit einem kleinen Teich. Oh, wir sind zu schnell. Jawohl, Signale sind weiterhin grün. Und da vorne taucht auch schon Croy auf.
Einmal bremsen. Und hier vorne ist auch schon Croy. Ja, noch sind wir recht pünktlich, würde ich behaupten. Ja, also soundtechnisch irgendwie ein bisschen komisch stellenweise. Gerade so unter Brücken, da haben wir dann den Sound von außen, diesen Ambiente-Sound mit drin. So. Jawohl, das sieht auch nach einem sehr guten Halt aus. Auch immer mal wieder ganz nett, auch im Train Simulator unterwegs zu sein, ne? Also man merkt, das Spiel ist ein bisschen outdated und so, aber es ist doch faszinierend, dass es immer wieder neuen Content gibt. Nächster Halt Larboard. Da sind wir in 10 Meilen. Das heißt also, wir haben jetzt erstmal ordentlich was zu fahren. Hinten zweimal rot. Und ja, ne, 3D-Modell vom Zug sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Erinnert mich auf jeden Fall stark an die an das 3D-Modell von TSW. Jetzt frage ich mich ehrlicherweise, ob es das nicht vielleicht sogar das gleiche 3D-Modell ist. Weil, ne, Thomson Interactive und Rivet Games, bin ich ja schon vorhin drauf eingegangen, auf diese Synergien zwischen diesen beiden Namen. Und da Edinburgh Glasgow im TSW von Rivet Games rausgegeben wurde, kann ich mir gut vorstellen, dass das tatsächlich mehr oder weniger das gleiche 3D-Modell ist, das hier verwendet wurde. Vielleicht. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Aber es wäre auf jeden Fall, es würde mich nicht wundern. Es würde mich nicht wundern, wenn das der Fall wäre. So, positionieren wir uns mal irgendwo an die Strecke und lassen mal den Zug an uns vorbeifahren. Wie schnell sind wir? 102. Wir sind zu schnell. Ja, also Streckengestaltung an dieser Stelle würde ich sagen, ist so, geht so. Bis hier vorne sieht es irgendwie ganz hübsch aus. Dann kommt diese 2D-Baumgrenze und dahinter ist einfach gar nichts. Klar, aus dem Führerstand heraus, ja, sieht man es ehrlicherweise auch. Und andere Seite. Oh, sieht ein bisschen besser aus. Oh, oh. Da hat uns das AWS gewarnt vor einem, was auch immer, vor uns kommenden Signal. Irgendwas auf jeden Fall, wo wir mal langsam fahren müssen. Weil ich mich nicht mit englischen Signalisierung gut auskenne, weiß ich nicht, was das bedeutet. Ob das heißt, dass wir jetzt auf ein haltzeigendes Signal zufahren oder
Langsamfahrt. Schauen wir mal. Das muss auf jeden Fall bestätigt werden. Genau. Daher lassen wir mal den Blick weiterhin aus dem Fenster hier. Und fahren noch ein Stückchen langsamer. Na, da ist auf jeden Fall auch irgendwas, was gelb leuchtet. Lass wir einfach mal ausrollen. Okay, das Signal ist umgesprungen. Jetzt weiß ich nicht, was dieses diagonal nach oben zeigende Zusatzsignal einem sagt. Aber okay, vielleicht war es auch einfach nur eine Ankündigung auf 70. Ja, okay, weil wir hier einmal die Weiche nehmen, ja. Hier ist einmal so ein, glaube ich, so ein, ist das ein Überführungsbauwerk? Sieht ein bisschen danach aus. Ja. Da sehen wir die Gleise dann, oder? Nee. Nee. Die Gleise, die führen da nach hinten hin. Also ist irgendwo anders. Ja, also ich muss sagen, die Ausgestaltung links und rechts, joa, ist irgendwie ganz hübsch stellenweise, aber auch manchmal einfach sehr lieblos. Aber ich weiß halt natürlich nicht, ob das nicht einfach ein bisschen der Tatsache geschuldet ist, dass hier draußen auf dem Land einfach nichts ist. Außer hier mal so ein paar Bäume, mal ein kleines Gebüsch dort. Ein Heuballen da. Pferde. Nee, Kühe. Das sind doch keine Pferde. Das sind Kühe. So. Gleich gelten 60. Und zwar ab hier. Danach sogar nur 50. So, aber wir erst mal Bing. Und wir fahren mit 50 weiter. Vermutlich, weil der Kurvenradius dieser Kurve hier einfach sehr eng ist. Gleich dürfen wir wieder 70 fahren. Und jetzt fahren wir gleich über Larbert Junction Downbranch. Aha. Fort William to Malake, virtually spectacular. Route for Train Simulator available now. Ja, mit dem Jacobite Stream Train, ne? Let the train take the strain. Interessant. So.
Ja, also Fort William nach Malake wäre so eine Strecke, die ich mir auch sehr für den TSW übrigens wünschen würde. Was ist das? Warum ist das hier aktiv? War das gerade eben auch aktiv? Nö. Oder? Weiß ich gar nicht. So, einmal hier in Larboard-Plattform oder Gleis 2 angehalten. Ah, wir werden drüber hinausschießen. Ja. Ja, kein guter Halt. So, dann geht's jetzt weiter Richtung Stirling. Aber bevor wir dort ankommen, werden wir das Video irgendwo dann auf der Fahrt praktisch beenden. So als kleine, ja, als erster kleiner Eindruck von der Strecke. Werden heute nicht komplett durchfahren. Was war das? Moment. Rail Training, Training Center, aha. Ist da irgendwas drin? Nee. Was kann man denn hier machen? Training Center. Vielleicht steht ja hier so ein Simulator. Genau, ja, so ein bisschen leider Zeit der Tatsache geschuldet, dass es bei mir zeitlich leider ein bisschen knapp ist. Und ich leider gleich gehen muss, weshalb ich die Aufnahme nicht komplett beenden kann. Ich wollte euch allerdings auch nicht zu lange warten lassen mit einem Video von der Strecke. Für diejenigen, die sich vielleicht dafür interessiert haben oder interessieren. Einmal hoch auf die 95. Ja, genau. Wie eben angekündigt, verabschiede ich mich dann damit von diesem ersten kleinen Video hier von der Strecke und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.